Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Fever 2 im Schönbau. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe ein bisschen gebastelt, habe Züge losgeschickt, Straßenbahnen losgeschickt. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Es gibt ja wirklich schon einiges an Mods. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass so viele Mods so schnell fit gemacht werden für Transport Fever 2. Wir haben ziemlich viele Häuser, die wir setzen können. Autos können wir setzen, Tiere können wir setzen, Felder können wir setzen. Es gibt Zäune, es gibt ja schon so viel. Wie in der letzten Folge ja schon gesagt, hier die Schallschutzwände habe ich mir selbst konvertiert, genauso wie die KS-Signale. Es gibt ein Stellwerkpaket, es gibt schon so viel Rollmaterial. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die Totale. Ist jetzt nicht wirklich mega viel, was ich gebaut habe, aber ich dachte, es ist auf jeden Fall zeigenswert. Wie gesagt, die Straßenbahn fahren, zwei Zuglinien fahren hier durch die Gegend. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal Rollmaterial abgestellt. Ein paar Züge. Und Güterzüge schön. Hier habe ich die Schenkerhallen ja hingestellt. Und dann hier noch ein paar Container platziert. Die LKWs. Hier habe ich, ja, was auch immer das sein soll. Hauptsache ein bisschen Industrie. Eine kleine Anlage. Einfach ein paar Auflieger abgestellt. Natürlich sind hier die Tore nicht ganz perfekt platziert. Aber ich finde, für den Anfang geht es mit den Möglichkeiten, die man im Moment noch hat. Dann habe ich hier, das ist die House Series heißt das. Wo waren die drin? Gute Frage, nächste Frage. Es geht jetzt schon los, dass man die Assets sucht. Wo waren die denn drin? Waren die hier hinten? Wir gehen einfach mal alles durch. Hier, das gibt es auch. Britische Signalboxen, sogar schon hier. Platzierbare Personen. Wo waren denn diese Häuser jetzt? Ja. Da geht's schon los. Office-Bauten, nee, das von Mazzapogo. Waren die hier? Nee, die waren hier vorne, genau. Die haben hier noch kein Icon, kein Vorschaubild. Das sind diese Häuser hier. House Series 218 ist das und House Series 268. Etwas größere Gebäude. Die habe ich hier hingestellt und mit dem Terra-Tool kann man sich ja hier prima so Gehwege hinmalen. Das habe ich auch gemacht. Ein paar Bäume abgestellt. Hier ist eine Tankstelle. Den Stein nehme ich natürlich mal weg. Der passt da nicht so ganz. Ja, und da habe ich hier auch einfach eine kleine Straße. Geht hier hinten rein. Und dann hier ist dann Ein- und Ausfahrt. Mehr ist das gar nicht. Und hier habe ich diese britischen Gebäude auch mal hingesetzt. Vorne auch. Aber im zweiten Teil scheint wie im ersten Teil diese Probleme mit dem Sound. Jetzt hört man die Lok. Die auch. Eben war es nicht so. Die Hamsterbacke hört man jetzt auch. Ist ein bisschen komisch, das muss ich schon sagen. Man muss immer ganz weit rauszoomen und dann hört man die Züge auch. Alles ein bisschen komisch. Ja, dann habe ich hier hinten auch noch eine Brücke, dass wir hier so eine Rundfahrt haben. Das ist natürlich noch nicht im Detail so, wie ich das haben will. Und hier habe ich auch die Straße quasi weiter drunter durch. Genauso wie die Tram. Und hier geht das dann in eins über. Vorne habe ich mir so einen kleinen Parkplatz angelegt. Das Blöde an den Autos ist halt, dass das Licht an ist. Das ist, ja. Aber besser als erstmal gar nichts.
Dann habe ich mir hier in der Wand reingezogen. Hier auch so ein Häuschen hingebaut. Wie gesagt, so ein kleiner Parkplatz. Das ist natürlich nichts im Vergleich zum ersten Teil, was da am Ende möglich war, aber für den Anfang ist das schon ganz okay. Hier so ein paar Kleidercontainer. Dann habe ich hier auch die Schallschutzwand reingebaut, damit das hier so ein Abschluss des Bahnhofs ist. Hier so Office-Bauten, Bürogebäude an dem Bahnhof. Auf der anderen Seite habe ich die hier genommen. Alles aus dem Paket von Matze Pogo. Und das hier habe ich leider nicht ausbessern können. Muss erstmal so bleiben. Schade, schade. Ja, und dann geht die Tram hier einmal rum. Kann dann hier hoch abbiegen und nach hier hinten fahren. Wenn sie hier abbiegt, sieht das natürlich wieder ein bisschen seltsam aus. Aber verkraftbar. Ja, und dann habe ich mir hier diesen Block gebaut. Ich finde, der sieht für das, was es im Moment ist, ziemlich cool aus. Ich habe hier halt diese Eckgebäude vom Matze Po seiner Mod genommen. Old Corner. Da gibt es hier ja so ein paar verschiedene Farben und zwei verschiedene Häuschen. Hier habe ich auch einfach nur die Office-Gebäude, die alten Gebäude genommen. Das sind, glaube ich, die. Da gibt es ja so viele verschiedene. Die hier waren das. Habe ich dann auf Stufe 2 einmal so da reingeklebt und einmal so. Das geht auch. Und dann halt geguckt, verschiedene Farben und hier auch unterschiedliche Bauten. Und wie ich das ja schon oft gesagt habe, muss ja nicht immer alles perfekt sein. Wenn ihr durch die Stadt lauft, dann seht ihr auch immer solche Kanten hier. Da sind die Gebäude auch nicht auf einen Millimeter genau aneinander gebaut. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Hier dann auch mal so. Einfach hier dann die Asphalttextur drauf, ein Bäumchen. Wäre natürlich cool, wenn es so Kioske oder sowas schon gäbe. Aber alles nach und nach. Wie gesagt, im ersten Teil war das ja genauso. Da kommen schöne Mods raus. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Und wie gesagt, das Spiel ist jetzt knapp eine Woche draußen. Und dafür, ich habe jetzt schon 70 Mods aktiv. Das ist Wahnsinn. Und das Ganze hier halt abgeschlossen. Hier mit einer Zufahrt. Hier vorne mit einer Zufahrt und hier. Und hier habe ich halt noch reingebaut, weil mir das so ein bisschen groß war und wir, wie gesagt, noch nichts haben, um das auszuschmücken groß. Habe ich hier noch diese Häuser reingezogen. Dann gibt es im Matze Pogos Mod gibt es ja schon diese Zäune. Die habe ich hier halt hingebaut. Autos abgestellt. Hier ist noch das Gras. Ach, das ist, weil ich hier die Bäume reingebaut habe. Vielleicht können wir das noch anmalen. Der Asphalt ein bisschen kleiner. Leider nicht. Naja, halb so schlimm. Und dann halt auch Autos abgestellt. Kleidercontainer. Mehr gibt es ja leider zurzeit noch nicht. Aber wie gesagt, für das, was es ist, finde ich das Ganze doch schon recht schick. Rollmaterial habe ich die Hamsterbacke, habt ihr ja schon gesehen. Dann habe ich hier dieses Fahrzeug aus dem Vienna Fever von der Wiener Stadtbahn, ÖBB 7030. Und dann habe ich hier, na, da steht Zug 7, auch nicht schlecht. Wie die Ludmilla mit Reichsbahnwagen. Ist hier ein Zug? Nope. Dann fliegen wir mal auf die andere Seite hier. Genau, da ist er. Das ist, jetzt müssen wir sehen, ja, Zug 7. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie er heißt. Schauen wir doch einfach mal hier.
Das sind die hier, genau, die ÖBB 4024 Talent. Da gab es ja dieses schöne Paket mit den Desiros, mit den älteren Varianten hier von. Na, wann sind die verfügbar? Da steht doch auch immer Baujahr ab 1, okay. Ab Jahr Nummer 1. Ah ja, was? Elektrischer Nahverkehrstriebzug der ÖBB für den Betrieb auf der Wiener Schnellbahn. Das sind halt die älteren Varianten. Dann haben wir den Talent und heute fahren da, glaube ich, die Desiros. Genau, zwischen 2015 und 2020. Ja, und der einen Bahnhof habe ich halt hier. Das wird natürlich noch weitergehen. Und dann habe ich hier einen Bahnhof hingesetzt. Und einmal hier und auf der anderen Seite habe ich hier halt einen Bahnhof und auf der Seite bin ich dann auch rausgefahren, habe mir das hier so alles ein bisschen erhöht. Da geht hier die Schnellfahrstrecke lang und hier unten haben wir leider noch keine Überwerfungsbauwerke. Hier geht dann die Strecke wieder zusammen. Ich hatte mir das halt überlegt, dass ich eine Strecke geht halt hier raus. Auch schon aufgesplittet. Eine wird halt so ein Ring, der geht bis hier und die andere wird dann einmal hier hinten über die Karte gehen und wird dann höchstwahrscheinlich hier mit dieser Strecke zusammengeführt. Aber das ist alles noch nicht im Detail geplant. Ich habe ja auch diesmal wirklich vor, im ersten Teil habe ich ja glaube ich drei oder vier Karten angefangen und aus verschiedenen Gründen immer wieder neue angefangen dann. Aber das hier soll wirklich meine Karte werden, an der wir jetzt erstmal ein paar Monate basteln und wo ich auch wirklich dranbleiben werde. Nebenbei läuft dann immer meine Wirtschaftskarte. Das kann man ja immer nebenbei spielen, da braucht man ja auch nichts vorbauen. Wenn man da Bock hat, einfach spielen, aufnehmen, Spaß haben. Was mir halt wirklich sehr gut gefällt, wir nehmen mal hier unsere Ludmilla. Was halt wirklich richtig cool ist, ist dieses einfach in den Führerstand rein und einfach mitfahren. Und was ich noch viel besser finde, na, wie lang bist du? Ist einfach hier hinten rein. Wagen sind ein bisschen blöd dafür. Gucken wir mal, ob das hier besser ist. Genau, kann man sich hier einfach schön reinsetzen und aus dem Fenster gucken. Im ersten Teil war das ja schwer möglich, weil dann, sobald man näher ran ist hier ans Fenster, wurde ja die Textur aufgeschnitten, habe ich immer dazu gesagt. Und hier ist das halt einfach wirklich richtig, richtig toll umgesetzt. Gefällt mir wirklich super. Gut, hier ist das Innenleben jetzt nicht so detailliert. Wie zum Beispiel im Wittenberger Kopf. Na, aber hier seht ihr, da wird die Hamsterbacke zum Beispiel nicht aufgeschnitten. Da könnte man sich auch mal reinsetzen und sich das angucken. Genau, hier sind wir ja schon drin. Na. So. Und dann kann man hier schön mitfahren, wenn man die richtige Einstellung findet. So zum Beispiel, natürlich weiß ich nicht, wie das ist, wenn hier jetzt die Passagiere drin sitzen, aber ich finde das einfach eine klasse Sache, dass das wirklich nicht mehr so aufgeschnitten wird. Wenn man zu nah
an die Texturen drankommt. Hier auch, wenn man hier aus dem Fenster guckt, dann kennt man ja, wenn man selber schon mal im Zug gefahren ist. Ach, ist doch einfach schön. Wenn wir hier wirklich gebaut haben und viel zu sehen ist, dann wird das auch richtig, richtig schön aussehen. Okay, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich werde die vier Blöcke hier dann auch erstmal fertig bauen, mal gucken, was in den nächsten Tagen noch so an Mods rauskommt. Ich werde die nächsten Tage auch viel mehr Zeit haben. Ich habe nicht ab heute Urlaub. Die nächsten zwei Wochen, klar, Weihnachten wird nicht so viel gebaut werden, aber die Tage danach definitiv. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.